Hallo, willkommen bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute geht es um die Vergangenheit und zwar das Perfekt. Was hast du gemacht? ¿Qué has hecho? Hast du lange gewartet, Antonio? Hast du lange gewartet, Antonio? ¿Has esperado mucho, Antonio? ¿Has esperado mucho, Antonio? Mehr als eine halbe Stunde. Mehr als eine halbe Stunde. Más de media hora. Más de media hora. Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Ich bin einkaufen gegangen. Ich bin einkaufen gegangen. He ido de compras. He ido de compras. So, dann erkläre ich euch das mal. Und zwar die zusammengesetzten Zeiten werden im Spanischen mit dem Hilfsverb haber und dem Mittelwort der Vergangenheit, das Partizip Perfekt, gebildet. Das Hilfszeitwort ist immer haber. Und zwar auch dann, wenn es im Deutschen mit dem Hilfszeitwort sein wiederzugeben ist. Das Mittelwort der Vergangenheit ist in den zusammengesetzten Zeiten unveränderlich. Bei den regelmäßigen Zeitwörtern auf AR wird es durch Anhängen von ado, bei den regelmäßigen Zeitwörtern auf ER und IR durch Anhängen von ido an den Stamm des Zeitworts gebildet. Ich mache mal ein paar Beispiele. Comprar, comprar, kaufen. Daraus wird comprado, comprado, gekauft. Comer, comer, essen. Daraus wird comido, comido, gegessen. Vivir, vivir, leben oder wohnen. Daraus wird vivido, vivido, gelebt oder gewohnt. Zum Beispiel, ich habe gegessen. He comido. He comido. Ich bin gewesen. Ich bin gewesen. He estado. He estado. So, da gibt es noch einen zweiten Teil von und sage ich jetzt erstmal Tschüss, gracias, bis zum nächsten Mal.